Österreich ist unsicher geworden. Die Verbrechenszahlen sind laut aktueller Statistiken so hoch wie noch nie. Viele Verbrechen hat Österreich auch der Willkommenskultur zu verdanken. Mit Abstand die meisten Delikte werden in Wien verübt. Die FPÖ will gegensteuern. Sie fordert eine massive Aufstockung der Polizei. Wir brauchen mindestens 2000 Planstellen für Polizisten mehr in Wien. Wir brauchen natürlich auch für Wien als leider Kriminalitäts-Hotspot eine Belastungszulage für die Polizisten. Der Beruf des Polizisten soll nach den Vorstellungen der FPÖ attraktiver gestaltet werden. Auch angedacht ist ein getrenntes Ausbildungssystem. Wir wollen eine Unterscheidung haben. Schon von Beginn an kann sich ein Polizist entscheiden, ob er eher im Strafrecht ermitteln möchte, ob er eher im Verwaltungsstrafrecht sein möchte. Wir bilden hervorragende Polizisten aus, die zum Beispiel auch mit der Dienstwaffe umgehen können und in der Verbrechensbekämpfung tätig sind. Diese hervorragend ausgebildeten Polizisten sollen nicht dazu verwendet werden, dass sie bei Nichtbezahlung der Kfz-Abgaben, der Versicherung und so weiter die Kennzeichen abmontieren müssen. Zusätzlich entlastet werden könnte die Polizei durch Ordnungsdienste. In Städten wie München haben sie sich bestens bewährt. In München gibt es zum Beispiel einen städtischen Ordnungsdienst, den wir in Wien schon lange fordern, als Sicherheitswacht. Der Name ist sekundär, aber in München ist es vorhanden. Wir fordern auch für Wien, dass diese Sicherheitswacht umgesetzt wird. In Linz zum Beispiel gibt es so eine unter einem freiheitlichen Stadtrat Detlef Wimmer. Wir fordern auch für Wien eine berittene Polizei, die sich in München bewährt hat. Die in Oberösterreich vorhandenen Ordnungsdienste sollen mehr Kompetenzen erhalten. Mein Ziel ist es in der nächsten Zeit, die Kompetenzen dieser Ordnungsdienste zu erhöhen, damit nämlich die Polizei entlastet wird, vor allem mit Aufklärung von Verwaltungsdelikten beziehungsweise eben Dinge, die die Polizei macht, damit sie dann im Strafrecht oder strafrechtliche Delikte dann besser verfolgen können. Im Burgenland setzt die FPÖ als Regierungspartner auf ein neues Sicherheitspartnerkonzept. Es sieht unter anderem die Förderung von Alarmanlagen vor. 230 Anfragen und Bestellungen für Alarmanlagen sind bereits eingelaufen und 140 Alarmanlagen wurden bereits montiert in 1,5 Monaten. Das heißt, dieses Modul hat deshalb natürlich einen sehr guten Zugang, denn desto mehr Alarmanlagen es in Burgenland gibt, desto mehr wird sich jeder überlegen, ob er in irgendein Haus einbricht. Zusätzlich gibt es diese Sicherheitspartner, die mit einem Elektroauto unterwegs sind. Diese Sicherheitspartner sind nicht nur im Bereich Kontrollfahrten unterwegs, sondern die haben auch eine Ausbildung als Straßenaufsichtsorgan. Die machen Schulwegsicherungen, die machen Beobachtungen, Kontrollfahrten und so weiter und so fort. Und zusätzlich gibt es die nächste Schiene, die Schiene Bürgerservice. Das heißt, die machen auch Bürgerservice-Angelegenheiten. Mehr Videoüberwachung an neuralgischen Punkten ist eine weitere Forderung der FPÖ. Dort, wo sie zum Einsatz kommt, hätten die Delikte stark abgenommen.